hier haben wir die Formsprache ein bisschen angeglichen an das neueste Opel-Portfolio. Wir sehen jetzt, die neuen Opel, sie haben mehr Form an bestimmten Stellen und somit hat der Zafira auch diese Ecken ein bisschen überarbeitet bekommen. Also kein konkreter Hinweis auf ein in Kürze folgendes komplett neues Modell. Nein, sicherlich nicht. Der Zafira ist sehr, sehr erfolgreich, auch mit dem System, kann sich sehr gut behaupten. Hat unbedingt noch den großen Vorteil, diesen großen Kofferraum zu haben. Deswegen bleibt er auch so erstmal bestehen und passt sich nur in seinem Erscheinungsbild ein bisschen unseren normalen anderen Autos an. Für diesen Zafira gibt es auch zwei neue Motoren. Zum einen den 1,7 Liter CVT-Motor mit 110 PS. Das Auto ist serienmäßig mit 6-Gang-Schaltgetriebe bestückt. Wie alle Opel Diesel serienmäßig mit einem wartungsfreien Partikelfilter ausgestattet. Im Vergleich zum 1,9 Liter Vorgängeraggregat gilt, wie bei den Benzinern, die Formel mehr Leistung bei weniger Verbrauch und zugleich reduzierten